Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. So, Licht an hier. Und es ist Dienstag, der 28. September. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Room. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. 8:33 Uhr. Wir blicken einmal auf den rechten Chart und wir sehen, wir sind genau in der Mitte. 15:06 ist heute Morgen schon rausgelaufen. Das Gap direkt geschlossen. Wir haben 70 Punkte jetzt schon vorbörslich, also das ist eine schöne Bewegung schon, die da läuft. Wir sehen gestern hier 23er Boxen, ja, 29er ist im zweiten sauber nach außen ausgebrochen. Wir suchen nach wie vor diese blauen Felder, die algorithmisch im Chart dargestellt werden. Wenn der Chart praktisch, wenn eine Box kleiner ist als 30, treten wir diese. So, wir sehen es, wir sind bei 62. Wir können nochmal die 15,6 schon mal avisieren. Falls er weiter runter geht, würden wir einmal wechseln und gehen ganz schnell auf die 15,5. Ja, aber wir sind dichter dran an der 15,6 aktuell. Das heißt, da werden wir jetzt erstmal die Order aktivieren. Bei den Vola-Boxen links haben wir gestern einen Hedge-Auflösungstrade gemacht und sind in den vierten hier reingelaufen. Ich werde hier mal die Konto History mal machen. So. Und dann gehen wir mal hier rein. Nehmen mal den Indikator. Oder History Indikator. Und dann sehen wir das einmal Big Number. Und dann hier die Vola Box im ersten. Erster, zweiter, dritter Trade und vierter Trade dann im Gewinn. Ja, ist dann nochmal zurückgelaufen und dann gab es den Ausbruch. Wir haben das Gap geschlossen gestern. Ja, wo kommen die Vola-Boxen heute rein? Heute kommen sie bei 15,583. Das heißt ein Tickchen höher aktuell. Auch hier werde ich heute mit erhöhtem Risiko handeln. Das bedeutet, ich gebe hier die 20 ein. So, falls die Vola-Box reinläuft, dann werde ich das auch hier nochmal aktivieren. Das Ganze bis 9:40 Uhr. Okay, dann gehen wir direkt rein in die großen Zeitebenen. Einmal ein Überblick für den Verlauf heute. Zickzack-Linie, wie jeden Morgen. Einmal kurz. Daily Short im DAX, wir sind im DAX. 4 Stunden Short im DAX, Stunde Long noch, 30 Short, 15 und 5 alles Short. Also da er sieht es Richtung Süden aus im DAX. Gold, Daily Basis Short, 4 Stunden Short, 3 Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Also auch da geht es Richtung Süden. Öl. Da sind wir rausgekegelt worden heute. Daily stehen wir hier vom All-Time-High für dieses Jahr. Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Technologiebörse Nasdaq, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Also Technologiebörse Nasdaq auch in Richtung Süden. S&P 500, Daily noch Long. 4 Stunden noch Long, nicht mehr lange. Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Und dann gehen wir zum Bitcoin. 42.000 Daily Long, knapp. 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 auch. Ethereum sind wir wieder unter 3.000 Daily Long, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Also zeigen heute so ein bisschen alle Pfeilen in Richtung Süden. Wir haben die Box jetzt platziert und wenn wir unter 50 gehen, dann gehe ich auf 15.500. Ja, also eine Etage tiefer. Kijun Sen sind wir nicht reingekommen, sonst wäre das hier ein guter Trade. Ja, noch ist das Gewinnziel nicht erreicht. Also falls der Markt noch dreht, könnten wir eventuell noch mal versuchen, den
Trades zu tätigen. Entschuldigung, Mikrofon. Also Eröffnungstrade draußen und die nächste Vola-Box wartet schon auf uns. So. Im unteren Bereich. Nächste Box 15523. Ich verabschiede mich bei den YouTubern. Der Eröffnungstrade war jetzt die Vola-Box. Es ist 9.04 Uhr. Und wir machen jetzt hier im Live-Trading-Raum weiter und dann bis morgen.